Bruder, jetzt spuck doch nicht dahin, Alter. Wir machen Spiel doch hier. Ein paar Sekunden später. BVS! Bar ist das eklig. What's going on, guys? Thanks for watching Spikers! Danke fürs Einschalten, Freunde. Gerne, gerne. Danke, danke. Gerne. Alle Hände sind voll. Könnt aber jetzt auf unseren Kanal wechseln. Jetzt gerne. Habt ihr genug eingeschaltet. Nö. Heute spielen wir genau die 2-Bälle-Challenge. Einmal den 5-Euro-Ball versus den 50-Euro-Ball. Oh. Nein, doch. Oh, 149,99. You are fake news. 3 Challenges. Wir wollen einfach rausfinden, ob es einen Unterschied macht. Ja! Hier steht sogar noch der Preis drauf. 5 Euro hat er tatsächlich gekostet. 5 Euro, der Segen. Ja. Aber der hat hier 2,59 gekostet. Ne? Ja, aber wir haben noch einen Discount bekommen. Deswegen. Stimmt. Okay. So, Freunde, fangen wir an mit der ersten Challenge. Gibt 2 Teams. Ja, Team, Red. Team Red. Wir sind die Leute mit den Red Cups, Freunde. Und dann gibt's natürlich auch Team Blau. Wir sind Rille. Die Jungs, die immer blau sind. Blau. Ich bin Team Ballholer. Und natürlich passt hier kein Tor. Wir fangen direkt an. Let's go! Freunde, für einen guten Fußballer spielt das keine Rolle. Ob teuer, günstig, Papier, Plastik. Guter Fußballer schießt den Ball über den Zaun. Du bist ja kein Glück. Deswegen hier. Das Ding ist, ich hab ne Zerrung und... Tragic. Okay, Freunde, jetzt erster Treffer. Schau zu. Bau mit dem. Oder, ich hab den Ring vor. Ja. Danke. Ihr müsst immer zwischen 10. Fast so platt wie Hazels Birne. Freunde, ich zeig euch, wie das geht. Nope. Also du bist abgelenkt. Der Freunde, Ventil ist oben, aber mein Fuß ist immer noch kaputt. Bruder, komm, schaffst du, schaffst du. Österreich glaubt an dich. Der war knapp. Knapp am Tor vorbei. Der war sehr knapp. Why the f*** you lying? Why you always lying? Katastrophe, Freunde, aber schneid das raus. Mark Warburg. Mag nicht so. Team Rilly. War zu viel Hass. War zu wenig. Nicht wenig. Ihr müsst verstehen, ihr müsst verstehen, der Loco hatte eine schwierige Kindheit. Seid nicht böse. Man sieht, das ist China-Zeichen aus Nike, also nicht original. Was laberst du? Egal, der nächste sitzt, Bruder. Ich bin jetzt hier Team Keepers, vertrete alle Leute auf YouTube. Vertrittst du auch Karol? Alle. Karol, Loris, ihr wisst Bescheid. Und auch Marius, wenn du es siehst. Der guckt keine Videos. Damn! Mach doch so ran. Timo Werner! Okay. Ja, nicht schlecht. Freunde, jetzt kommt der teure Ball zum Einsatz. Damit trifft jetzt jeder. Das wäre jetzt komisch, das wäre echt komisch. 3, 2, 1, nope. Da seht ihr mal, es spielt keine Rolle, ob es ein teurer, günstiger Ball ist. So oder so. Ja, du bist einfach schlecht, Digga. Okay, Freunde, jetzt erster Treffer. Erster Treffer. Ronaldo. Oh mein Gott, Alter. Das war da war ein Nieser dabei, Digga. Das ja, der typische Nieser. Das war unfaire so Mitte, sonst hätte ich getroffen. So, weißt du, was ich meine? So. Macht keine Nase auf mich, Freunde. Aber macht Auge auf ihn. Schon wieder. Mal, wie peinlich, du hast es gerade gesagt. Keiner von uns hat getroffen bis jetzt. Erstmal Hashtag beste Fußballer auf YouTube nicht. Selbst die Picke hilft da nicht, Freunde. Komm, Hese, beleidige mich jetzt nochmal, da gleich mit purem Hass jetzt. Lass es. Komm, komm, Junge. Okay, traut sich nicht. Ignorieren ist das Beste. Nope. Da hat der Loco gerade rot gesehen, aber rot ist ja unsere Farbe. Boah, Junge, das war ey, der erste Gulasch. Ding ist, unser eigener Spieler hat ihn verwirrt. Passi, wenn du triffst, bist du der Einzige. Nein, nein, und weil wir in dieser Challenge natürlich einen Sieger brauchen, müssen wir jetzt hier in die K.O.-Phase gehen. Leute, Loco meinte, der will das nicht. Lass mal, stimmt mal ab. Sollen wir oder sollen wir nicht? Sag mal, wir sollen. Ja. Machen. Okay, perfekt. Beide direkt hintereinander? Ja, beide direkt. Ja, ja. Der Ball ist schon mal nicht. Der teure Ball! Ja. Schwierig. Heute ist nicht mein Tag, Freunde. Kann man jetzt diskutieren, ob das am Ball liegt, ob das am Schuh liegt oder ob es. Oder an Hazel, ne? Ich glaube, an allem zusammen. Ah, liegt. Freunde, 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 einer muss es wieder richten. Bruder, Team Rot und der günstige Ball. Mal gucken, ob der teure Ball jetzt gleich sieht. Oh, Bruder.
Der ging zwar schön rein, aber ja, 1:0 für den günstigen Ball. Challenge ist entschieden, der günstige Ball hat gewonnen in der ersten Crossbar-Challenge. Jetzt gehen wir zu den Freistößen hier über und wir gucken mal, welcher Ball da mehr Sinn macht. Billiger. Hätte auch eher den Pfosten schießen. Nee, ich sag rechts dann hier. Nee, ich sag Matthias. Oh, mach der Show, Alter. Was, der haut immer so weg? Oh. Und jetzt der teure Ball. Rüber. Der geht einfach mit rüber. Ja. Oh, ich komme jetzt zu meiner Spezialität, Gewaltschüsse aus dem 16er und Gibi. Ready? Bitte nicht. Kein Torwart auf YouTube gehalten. Okay. Jetzt gibt's einen Zauberball. Schön geschlänzt. Mashallah. Mashallah, Bruder. Ja. Rüber. Oh, schade. Der war echt nicht schlecht. Hat ein bisschen gefehlt. Das war die Ansage. Das war die Ansage. Das, ihr wisst Bescheid, heißt das. Another one. Beide drüber voll. Ich glaube, die Bälle sind beide nicht gut, muss man. Billing Bälle, Leute, das ist das einzig wahre, wie damals auf the street. Oh mein Gott. Billing Bälle. Das ist der Ball, siehst du? Das sagt, er sagt, das ist der Ball. 3, 2, 1, go! Nope! Ja, siehst du? Boah, die teuren Bälle. Aber natürlich souverän aus. Freunde, ich muss leider ein bisschen näher, denn da ist noch keine Kraft, da ist noch nicht diese Stabilität da, dass Sergio Ramos. Aber ein Tor sollte drin sein. Mindestens. Oh mein Gott! Der war echt schlecht, Mann. Der war schlechter als schlecht. Nein, nein, der war noch schlechter als schlecht. Schlechter mal 2x hoch 3. Okay. Jetzt wird er gar nicht halten, obwohl er weiß, wie der Ball kommt. Beine zu. Nope. Die zweite Challenge ist vorbei und schon wieder hat der billige Ball gewonnen, Freunde. Krass. Alles oder nichts jetzt für den teuren Ball. Also ja. Da hätten wir uns die 145 Euro für den anderen Ball eigentlich sparen können. Schauen wir mal. Aber jetzt geht's ins Elfmeterschießen. Gucken wir mal, vielleicht. Ich glaube, der teure Ball, der macht das da nochmal. Meinst du? Ja. Fangen wir mal direkt an. Challenge nochmal. Schauen wir mal, welcher Ball der bessere ist. Aber eigentlich hat der billige ja schon gewonnen. Ich meine, eigentlich zwei Challenges. Elfmeter, meine Spezialität, da wird jetzt so reingefetzt. 3, 2, 1, go! Nope! Passiv war aber dran. Ja, aber sieht man mal so einen billigen Ball, so in den letzten Metern lässt er nach. Ja. Genau. Der Gute wäre Pfosten reingegangen. Ja, immer alles auf dem Ball. What the hell is going on? Ready? Wave your hands in the motherfucking. Anti-Ehrenmann. Ich hab echt gedacht. Anti-Ehrenmann. Hashtag Anti-Ehrenmann. Umle, was ist mit dir? Mit seine Cowboys über auf dem Boden. Nee, du warst das. Genau. Das ist schon, wenn du warst aufgestanden. Das ist locker der Hazel gewesen. Kannst den anderen. Kannst am Kaugummi-Mika auf den Bogen werfen. Boah, ist der gut. Souverän. Könnt jetzt der teure Ball. Nicht der teure Ball. Das ist doch gut. Gelernt. Es tut mir leid. Mein Sohnemann hat von mir gelernt. Sportsfreunde. Boss Spidey, was sagst du zu seiner Ansage? Try hard. Hashtag try hard. 3 Stunden später. Er sagt immer noch nichts. Er ist immer noch am Schweigen. Sonst immer suche ich mir eine Ecke aus. Das ist jetzt deine neue Taktik. Einfach reinfetzen. Zeig ihr Eier, wir brauchen Eier. Das ist eine gute Taktik, immer zu fetzen, Digga. Vor allem mit dem Grün. Ah, Jo, hier! Ja! Passi, sauber. Oh, Passi, Junge! Passi ist da. Jetzt muss einer mit Hass kommen, Junge. Jetzt kommt einer mit Hass. Oh, oh. Nope. Ah, nein! Ehre wieder mal 2. Nice. Jetzt einer mit Hass. Ja. Mit Hass. Okay. 3, 2, 1, go! Boah! Souverän. Ich hab doch gesagt, da ist die Ecke, in die der nie kommt. Mami. Okay, Freunde, es steht 4:3 für den teuren Ball. Der günstige Ball kann jetzt noch ausgleichen. Kommt noch ein bisschen näher. Auf jeden Fall, ich kann es ausgleichen. Oder der teure Ball rasiert jetzt alles.
Ja. Oh, oh souverän. 4-4. Aber jetzt kann der teure Ball einmal kurz zeigen. Den Siegtreffer machen. Für Österreich, Freunde. 3. Also der war mehr Glück als Verstand, Freunde. Den hätte er eigentlich gehabt. Freunde, die Challenge ist vorbei. Der günstige Ball hat mal wieder gewonnen. Ne? Mal wieder, ja. Mal wieder, wie jedes Mal. Ich will einfach sagen, ist egal, ob der Ball teuer oder günstig ist. Ihr müsst so gut spielen können im Team Rot. Freunde, danke. Schaltet mal vorbei. Schaut auch bei den Jungs. Schaut auch beim Lauro mal vorbei und so. Ne? Genau, genau. Mal Abo da. Road to 50k. Ja, man. Great. Freunde, und wir sehen uns nächstes Video. Yeah. Yeah. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.